So, hallo zusammen auf meinem Kanal, zu einem Video von mir. Heute möchte ich mal zwei einfache, schnelle, leckere und vor allen Dingen auch günstige Salate zeigen. Wenn ihr mal daheim irgendwas kocht und braucht noch einen Salat dazu, hier mal zwei Anregungen. Ja, was das für zwei Salate sind, wie die funktionieren und was ihr dafür braucht, das zeige ich jetzt. Viel Spaß im Video. So, wie gesagt, zwei einfache, schnelle, leckere, günstige Salate. Man hat einmal, wie ihr seht, habe ich hier Gurke, einmal einen Gurkensalat und einmal so einen Bohnensalat. Ja, die Bohne kriegt ihr in so einem Glas drin, in jedem Supermarkt. Da gibt es grüne, es gibt gelbe. Ich habe jetzt einfach mal die gelbe genommen, die gelbe einfach lieber habe wie die grüne. Aber ihr könnt auch die grüne nehmen, das ist gar kein Unterschied. Macht auch beim Wurzeln nachher, beim Anmachen keinen Unterschied, das ist ganz egal. So, ich muss sagen, wir starten mit dem Gurkensalat. Gurke natürlich gewaschen, ja. Weil ich lasse gern immer einzelne Streifen Schale mit drin. Wenn die Gurke gewaschen ist, ist gar kein Problem. Könnt es gut drin lassen. Sieht einfach besser aus. Nachher macht einfach optisch viel mehr her. So, dem Ding schon zusammenschneiden. Natürlich können wir auch einen Hobel nehmen. Aber ich nehme einfach, ich mache es einfach schön so mit dem Messer. Wenn man schnell schneidet, dann fliegt es auch ein bisschen in die Küche rum, aber ist ja kein Problem. Machen wir hier eine Schüssel rein. Was brauchen wir zum Anmachen von unserer Salate? Natürlich brauchen wir einen Essig. Ich habe hier einen weißen Balsamico. Der schmeckt dann so wie ein Weinbrandessig zum Beispiel. Das nehme ich einfach gern bei Salate einen Balsamico und weißen. Ein dunkler Balsamico wäre es ja nicht so gut bei den hellen Salaten, weil das einfach dann, ja, überzieht alles mit so einem dunklen, fast schwarzen Film. Das sieht einfach nicht gut aus. Normal ein bisschen Pflanzenöl, ihr könnt auch Olivenöl nehmen. Wir brauchen beim Bohnensalat, machen wir noch eine Ziege mit rein, die ist fein gewürfelt. Dann habe ich hier verschiedene Gewürze hingerichtet. Einmal für den Gurkensalat. Brauchen wir gar nicht viel Salz, Pfeffer und ein weißer Pfeffer, Salz und Zucker und ein weißer Pfeffer gemahlen. Das reicht für den Gurkensalat, mehr braucht er gar nicht. So, dann machen wir ein klein bisschen Frischkeit Petersilie rein. Dann gehen wir her, am Anfang Balsamico. Ja, können wir ruhig, der ist ein bisschen milder, 2 Esslöffel machen. Und 2 Esslöffel vom Öl. Wie gesagt, ich habe hier normal Sonnenblumenöl, ihr könnt natürlich auch Olivenöl nehmen, aber in normaler Gurkensalat passt Olivenöl dann schon gar nicht so richtig gut. Nein. Dann machen wir, sie hat ungefähr 50 ml Wasser, ein bisschen Wasser braucht es. Und ruckzuck haben wir unser erstes Salat fertig. Ruhig schon ein bisschen früher anmachen, ruhig schon morgens schon anmachen, weil so Salate, die darf ich gerne ein bisschen durchziehen, dann wird die Gurkenscheibe durch das Salz, durch den Essig, wird auch ein bisschen weicher. So, probieren wir das mal. Ja, das passt doch schon. Leckerer Gurkensalat. Ihr seht, es braucht gar nicht viel. Geht schnell, ist einfach, ist günstig. So, dann kommen wir zu den Bohnen. Wie gesagt, ich habe jetzt die gelbe. Ihr könnt natürlich auch die grüne nehmen, da gibt es auch grüne. Ich habe einfach, wie gesagt, die gelbe einfach gerne wie die grüne. Aber das war jetzt ein Glas. Wie viel da drin ist, wie viel das war, könnt ihr noch bei den Videobeschreibungen nehmen. Genauso wie von den Gewürzen, was alles drin, was alles reinkommt und wie viel von jedem. Dann ist hier der Unterschied jetzt beim Bohnensalat. Ich habe hier auch Salz drin, ich habe Zucker drin, dann habe ich ein Bohnenkraut drin. Bohnenkraut muss einfach rein in Bohnensalat. Wenn ihr es nicht kennt, kriegt ihr heutzutage in jedem Supermarkt, jedem Discounter bekommt ihr Bohnenkraut. Muss einfach rein, schmeckt einfach super geil drin. Und dann habe ich keinen weißen gemahlenen Pfeffer drin, sondern da kommt ein schwarzer Pfeffer aus der Mühle mit rein. So, wie viel das, wie gesagt, wie viel das vor allem ist, in der Videobeschreibung schauen.
Das ist noch alles aufgenistet. Dann machen wir die fein gehackte Zwiebeln mit rein. Muss mein Bohnensalat auch mit rein. Und da die ja so ein bisschen Farbe fällt, machen wir auch noch ein bisschen Grün mit rein. Muss gar nicht viel sein, einfach nur, dass ein bisschen was drin ist. Dann gehen wir her von unserem weißen Balsamico. Machen wir auch wieder 2 Esslöffel rein. Und vom Öl machen wir auch 2 Esslöffel rein. Dann natürlich brauchen wir auch ein bisschen Wasser, auch ungefähr 50 Milliliter. Und ruckzuck ist unser zweiter Salat fertig. Extrem lecker. Wie gesagt, gerade mit dem Bohnenkraut drin, wenn ihr es nicht kennt, probiert es mal. Gibt einen super Geschmack rein. Die Zwiebeln müssen natürlich rein. Den Bohnensalat genau das gleiche im Gurkensalat erstmal ein paar Stunden durchziehen lassen, dass die Bohnen auch Zeit haben, das alles aufzunehmen, die Gewürze, den Essig. Aber ist einfach leckere, einfache, schnelle und vor allen Dingen auch günstige Sache. Ja. Haben wir unsere 2 Salate. Wie gesagt, geht schnell, geht einfach. Das ist unser Bohnensalat. Ja, super lecker. Wie gesagt, lassen ein bisschen durchziehen. Das ist der Gurkensalat, genauso lecker. Auch ein bisschen durchziehen lassen. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, das war ein bisschen kleine Anregungen für euch. Mal auch mal einen leckeren Salat zu machen. Ihr habt gesehen, es geht schnell, ich brauche nicht viel, ist günstig. Wenn ihr mal irgendwas kocht und einen Salat dazu braucht, mal 2 Anregungen, was ihr machen könnt. Ja, das war es dann auch schon für das Video. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, dürft ihr es gerne machen, würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Anschauen vom Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.